Dankeschön. Ja, gerade haben wir sie noch auf der Bühne erlebt, jetzt zum Teil abgekämpft. Neben mir sitzend die Jungs von Steppin' Out. Vielleicht ein paar Worte zur Geschichte eurer Band. Seit 12 Jahren, so ist hier zu lesen, spielt ihr zeitgenössischen Blues. Was ist darunter zu verstehen? Ja, zeitgenössischer Blues heißt halt Blues, der zeitlos ist und die Zeit trifft, in der wir leben. Ja, ich glaube, so ist das. Wenn man 12 Jahre jetzt Entwicklungsgeschichte einer Band sieht, da fängt man ja irgendwann mal so an und versucht sich dann weiterzuentwickeln. Wie würdet ihr das bei euch selbst sehen? Was hat sich da in den letzten 12 Jahren getan? Ja, wir haben ja angefangen als mehr traditionelle Bluesband und dann sind immer mehr eigene Stücke und Ideen entwickelt worden. Das haben wir gemischt mit neueren, moderneren Elementen und ich glaube, wir haben einen relativ eigenen Stil in den 12 Jahren gefunden. Und das finde ich ziemlich klasse. Wie das könnte man den definieren? Ja, du hast es eben schon gesagt. Wie hat er uns genannt? Zeitgemäßen ist, Blues. Ja, zeitgemäßer ist Blues. Zeitgemäßer Blues, der dann da rauskommt. Ja, das ist eigentlich eine Mischung aus allen möglichen Blues-ähnlichen Stilen, die uns beeinflusst haben. Also die meisten Stücke sind ja von Frank, unserem Gitarristen und mir, so in der Urfassung. Das wird ja dann immer noch durch den Bandwolf gedreht, was auch gut ist.
Und dadurch entsteht ja auch dieser Gruppensound, dadurch, dass jeder da sich einbringt. Und ja, was hat uns beeinflusst? Uns hat natürlich neben Blues Soul und Jazz und Rockmusik beeinflusst, ist ja logo. Wir sind ja aus den 70ern, also historisch gesehen, musikhistorisch gesehen. Die da. Wir beiden. Also Frank und ich. Naja.